Schwester Catherine? Oh, Mist. Ah, Schwester Catherine, ich habe die Schlüssel wieder vergessen. Könnten Sie mir aufmachen? Ich komme, Vater. Sam? Oh, du musst lernen, auf dich aufzupassen. Okay. Schön, dich zu sehen, kleiner Bruder. Was ist das? Echt jetzt? Schon wieder? Das ist nichts. Du wolltest dich doch von Ärger fernhalten. Er hat schlecht über uns geredet. Und? Er hat gesagt, Dad ist abgehauen, weil wir nutzlos sind. Und Mom ist in der Hölle, weil... Nathan, komm. Die sagen das nur, um dich zu verletzen. Okay? Du musst lernen, darüber zu lachen. Wie du? Mach, was ich sage, nicht, was ich tue. Hier. Du bist noch krank. Okay. Also, was machst du hier überhaupt? Wenn die Nonnen dich erwischen, rufen sie die Polizei. Ja, ich hab was für dich. Das kann nicht bis Weihnachten warten. Was? Es ist draußen. Wie war das mit dem Ärger noch? Das ist deine Ausnahme. Aha. Guter Sprung. Komm, hier, gib mir die Hand. Alter Schwede, bist du leicht. Hat die Schwester genug zu futtern? Ziemlich leer hier. Wo sind alle hin? So ein Bibeltreffen. Erinnere ich mich. Wie geht es, Pater Duff? Er ist der einzige nette Kerl hier. Sag ihm doch mal Hallo. Nee, keine Lust auf Schuldgefühle. Verdammt. Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau. So. Wow. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Oh nein, Nathan!
Kein Türkeil. Doch schon. Das dachte ich jedenfalls. Nein, ist auch egal. Dann geht es ab nach oben. Nach oben? Einfach mir nach. Genau so. Oh. Und jetzt geht's ab nach oben. Hast du das schon mal gemacht? Ein oder zweimal. Hier, komm schon. Du bist dran. Und was hast du so gemacht? Vor allem gearbeitet. Gehst du noch mit diesem Mädchen? Ja. Weißt du? Mal ja, mal nein. Aktuell eher nein. Okay. Ohne Mumm, kein Ruhm. Denk nicht darüber nach. Du schaffst das. Hab dich! Siehst du? Kein Problem. Ja. Echt kein Ding. Bleib bei mir. Ziemlich cool, was? Ja, voll. Hier durch. Direkt hinter dir. Okay. Ups. Ist das eine Sünde? Ich glaube ja. Hey, Respekt, mein Freund. Bereit, Tarzan? Ja. Okay, weiter. So hoch kann ich nicht springen. Okay, geh einfach um die Ecke. Schöner Ausblick, was? Ja, nicht schlecht. Warst du schon mal hier oben? Du meinst auf diesem Dach hier? Nein. Aber du kennst den Weg. Mehr oder weniger.
Warte hier und schau mir zu. Okay. Du schaffst das. Du schaffst das, Nate. Hey, mach nur. Nicht zu viel nachdenken. Oh, Mist! Geschafft. Ja, natürlich. Hier, folge mir. Weißt du was? So, jetzt bist du mal dran. Echt? Ja, echt. Ich folge dir dann. So geht das, Nate. Okay, dann mal los. Woo! Okay. Okay. Nach dir. Jetzt runter. Genau so. Und draußen. Okay. Sieh mal. Wow, eine 250er? 250? Was redest du da? Nein, das ist die 500 Kubik Twin. Wie krass. Ja. Die ist geklaut. Wow. Ich klauen? Ey, du solltest wissen, ich hab mich geändert. Gekauft von meinem schwer verdienten Geld. Ja, komm, spring auf. Was? So etwas machst du doch nur, wenn du etwas gut machen willst. Du bist ein ziemlicher Klugscheißer, weißt du das? Okay. Ich hab da diesen Job. Gutes Geld. Sehr gutes. Aber ich muss eine Weile weg. Was ist eine Weile? Für ein Jahr. Höchstens ein Jahr. Und dann bin ich ruckzuck wieder da, okay? Du lässt mich hängen. Ach komm, mach's nicht so dramatisch. War's denn nicht schon genug, mich da drin zu lassen? Wie kannst du mir das antun? Hey, halt. Ich mach das für dich. Das Geld, das ich verdiene, ist für uns beide. Und wenn du in ein paar Was Jahren draußen... in ein paar Jahren? Nimm mich doch mit. Ich komm selbst kaum über die Runden. Ich kann helfen. Ich weiß, du findest das Waisenhaus beschissen. Wenn du wüsstest. Ja, aber es ist für dich gerade das Beste. Okay? Du musst mir jetzt einfach vertrauen. Das ist nicht fair. Hey. Das Leben war noch nie fair zu uns. Aber wir sind noch da, oder? Stimmt. Tja, weißt du, das Motorrad war nicht die einzige Überraschung. Und die nächste muss ich dir wohl verderben. Was? Ich hab Moms Kram gefunden. Alles, was Dad verkauft hat. Ich kenne den Käufer. Sagst du mir das, damit ich mich besser fühle? Nein, ich schwöre es. Wo? Na, am anderen Ende der Stadt. Wollen wir hinfahren und das holen? Du meinst stehlen? Es ist nicht gestohlen, wenn es uns sowieso gehört. Ich fürchte, die Polizei sieht das anders. Na, dann lassen wir uns nicht erwischen. Bist du bereit? Oh ja. Ha!
Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Vamos, bien. Acabemos con esto. Vamos. Esto va a ser divertido. ¡Pégalo! ¡Chingada! Este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡A este gringo! ¿Te gusta esto? Que este tipo te gane, cabrón. ¡Elimínalo! ¡No puedes conmigo! A ver cómo te sales de esta. ¡Vuelve ahí! Tú lo empezaste, pero yo voy a acabarlo. ¿Qué tal esto? ¡Dale! ¡Gánenmelo! ¡Lucha como un hombre! ¿Qué? ¿Tú viste eso? ¡Puedes hacerlo! ¡Ja! ¡Sí! ¡Gustavo! ¡Toma esto, pendejo! ¡Ya lo tienes! ¡Velos! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Estás muerto! Esto es para meterte con nosotros. ¡Derrota a ese niño, amigo! ¡Te vas a arrepentir! ¡Vuelve el caso, amigo! ¡Vuelve ahí! ¡Acaba con él! ¡Sí, Gustavo! ¡Compson, amigo! ¡Puedes hacerlo! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Rómpele la cara! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Las pelos! ¡Ya basta! ¡Sí, Gustavo! ¡Quédense! ¡Ya basta, idiotas! ¡Suéltenme! ¡Eres Wackenkampf! ¿Hora, Kleiner? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Hey, ruf mich an, wenn du... Vos que no hier für bist. Te voy a sacar las tiras por el culo. Solitaria. Cájalo. Te voy a estar esperando aquí, ¿eh? Abre. Komm. Wie lange soll ich hier drin bleiben? Ah, wo ist die Toilette? Direkt vor dir. Viel Spaß. Werde ich haben. Gracias. Steh auf. Oh Mann, ich hatte gerade so einen schönen Traum. Ey. Schon gut. Langsam. Okay, cálmate. Por favor, no me dejes allá dentro de nuevo. Culpa, pendejo. Ey, darf ich vielleicht mal duschen? Cállate. Morgen, Jungs. Oder Abend, lässt sich hier unten schwer sagen. Oi, Idiota! Die Treppe rauf! Jene saliendo un prisionero. Abran la reja. Hey, schöner Tag, nicht? Und spül. En Panamá. ¡Hey, gringo! ¡Vi lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Te lo mostraré cuando regrese. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos de él. ¡Muéfense! ¡Quiétense, cabrones! ¡Hey! ¡Tranquilízate! Anscheinend hast du Fans. Ja, das Publikum liebt mich. Abran la reja. ¿A dónde lo llevas?
Es una sorpresa. Diviértete. Ich spreche ein bisschen Spanisch, weißt du? Moment, was hast du gesagt? Bist du früh genug raus. Te lo advertí. Lo escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. De este encargo yo. ¿Quién? Wohin bringst du mich eigentlich? Siehst du schon. Para. Nein, nein. Nicht alle. Oh. Okay. Nach dir? Ja, überhaupt nicht zwielichtig. Hey, das sieht nicht aus wie das Büro des Direktors. Nach links. Ja, schon klar. Dadurch. Hier durch? Da wären wir. Okay. Okay, nimmst du mir die jetzt ab? Ich will einen Anteil. Anteil? Was immer du da oben zu finden hoffst, ich will einen Anteil. Komm schon, Vargas, du solltest uns nur rein und rausbringen, mehr nicht. Nur? Ich riskiere meinen Kopf für euch, Gringos. Ja, und Rafe bezahlt dich auch königlich dafür. Sie? Aber nicht annähernd genug. Den solltest du doch nicht öffnen. Ja, ich sollte auch kein Bestechungsgeld nehmen. Niemanden hierher bringen und meine Häftlinge nicht quälen. Drauf geschissen. Okay, aber sei vorsichtig, das ist 300 Jahre alt. Ich war Mitglied in Captain Henry Averys Mannschaft. Weißt du, wer das ist? Er war ein Pirat. Der Pirat, der den größten Raubzug der Geschichte machte. Und davon kam. Hab's nachgeschlagen. Ganz toll. Mehr als 400 Millionen Dollar in Gold und Juwelen. Alles von einem einzigen Schiff. Der Gunsway. Ja. Ja, ich kenne die Geschichte. Komm endlich zur Sache. Bla bla bla, ich sitze in der höchsten Zelle des spanischen Gefängnisses. Ah, hier. Mögest du eines Tages den Weg zu diesem Höllenort finden. Mein Kreuz tragen und sie entdecken. Die Reichtümer des Paradieses. Was? Was willst du? Die Reichtümer des Paradieses. Oh, das ist eine Metapher. Nein, 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 nein. Du und deine Freunde habt nicht dafür bezahlt, um an diesem Höllenort nach einer Metapher zu suchen. Ich will einen Anteil. Okay, hör zu. Lass mich darauf und mich in der Zelle umsehen. Falls da nach 300 Jahren wirklich noch irgendwas ist, kannst du das mit Rafe ausmachen. Na los. Der Brief. Por favor. Wie willst du überhaupt darauf? Klettern. Oder möchtest du vorgehen, weil du ja einen Anteil willst? Brich dir nicht den Hals? Ja. Hab ich nicht vor. Hey, hast du es mitgebracht? Ja. Hab's da drüben versteckt, unter dem Arbeitstisch. Bei den Kisten. Klasse. Danke.